Igelfutterhaust tauchen nicht nur Igel auf, sondern auch hier eine Wanderratte, die die Trinkschale nutzt, um ihren Durst zu stillen. Ja, Freunde, ich will euch diesmal ein paar neue Eindrücke zeigen, diesmal mit weiteren anderen Kameramodellen, die ich jetzt mal einsetze, mit Wildkameras, die die Geschehnisse am Igelfutterhaus beobachten. Ja, und auch Nachbars Katze neu in den Dienst gestellt, mit dem Ziel, Nager zu fangen, kommt zu Buch, als auch hier Wilma, ein Mops direkt aus der Nachbarschaft. Die Wilma zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders gut riechen kann, so muss es sein, denn sobald es irgendwo was zu futtern gibt, steht sie Gewehr bei Fuß. Also das ist wirklich Wahnsinn. Muss ein wirklich guter Spürhund sein. Diese Energie müsste man auch für andere Anwendungen nutzen. Ja, und Hausspatzen sind auch immer wieder da und durchforsten die Umgebung, um etwas Fressbares zu finden. Ja, es ist kurz vor 20 Uhr. Die Tagesschau geht gleich los. Megilito geht nochmal los, um beim Anbruch der Dunkelheit das Igelfutterhaus zu bestücken. Mit neuem Futter, immer aus der Kombination Trock- und Nassenfutter. Katzenfutter ist das. Und das hat sich bewährt für die Igel. Das macht Sinn. So, und es ist soweit. Ja, ganz knapp danach, keine 15 Minuten später, ist auch schon der erste Igel da, der zielstrebig das Igelfutterhaus besucht. Da wird nicht lange gefackelt, da geht es gleich zur Sache. Ja, und da kommt ein zweiter Igel. Jetzt wird es spannend. Mal schauen, ob die beiden aufeinandertreffen. Denn das ist in der Regel immer spannend zu schauen, wie da Igel aufeinander reagieren. Meistens geht es dann doch immer so los, dass man das Revier verteidigt. Und jetzt denkt man doch... Hey, was ist hier los? Ist da wer? Wer stört mich am Buffet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will in Ruhe hier weiter futtern. Schnell noch ein paar Hubs. Ja, also dein zweiter Igel ist zu Besuch gekommen, zieht seine Bahnen um das Igelfutterhaus und der Igel innen drin hat das bemerkt. Das ist wieder ein Ausdruck dafür, Igel können doch sehr gut hören und vor allen Dingen sehr gut riechen. Und das scheint so zu sein, dass ihre Sinne so ausgerichtet sind, dass sie selbst einen Igel direkt vor dem Igelfutterhaus bemerken oder auch ein anderes Lebewesen. Ja, aber es ist nun so, der mögliche zweite Dinnerbesucher scheint sich zu trollen und scheint erkannt zu haben, dass er da am Dinner wenig Chancen hat und zieht von dannen. Vielleicht hat er ja Glück und kriegt später noch was ab, wenn noch was übrig bleibt. Ja, und so ist es dann wohl auch. Jetzt wird erstmal geschlemmt und gefuttert, was der Magen aufnehmen kann. Sich direkt auf den Tisch ins Buffet zu setzen, ja, das gehört einfach zu den guten Manieren bei den Igeln wohl dazu. Ja, aber irgendwann ist auch genug und man zieht von dannen. Ja, jetzt wird nochmal geschaut, na, das riecht immer noch so verlockend, vielleicht geht man doch nochmal reinschauen, aber, ja, nee, vielleicht hat er erkannt, dass er schon so viel hatte, dass er Sorge hat, wenn er jetzt wieder reingeht ins Igelfutterhaus, dass er da stecken bleiben könnte. Einen solchen Zustand, den hatte ich tatsächlich im letzten Jahr, wo einige sehr satt und fett gefressene Igel doch Schwierigkeiten hatten, den engen Gang zu betreten bzw. zu verlassen. Ja, und wieder ist Nachbars Katze da und riecht natürlich auch, was hier los ist und denkt, vielleicht bleibt ja irgendwas über, vielleicht fällt ja ein Happen ab, aber sie scheint recht schnell erkannt zu haben, dass sie hier nicht erbeten ist bzw. am Buffet nichts für sie abfällt. Also geht es wieder weiter. So sieht's aus. Ja, diese Aufnahme ist jetzt zum Beispiel die Birkblatt Moon, eine sehr teure, ich möchte fast sagen professionelle Kamera, die auch recht gut Audioaufnahmen erzeugen kann und auch das Videobild ist recht gut. Ein bisschen stören für meinen Geschmack ist das enge Sichtfeld, aber das kommt ja immer auf den Anwendungsfall an. Ja, und hier auch, genau, will ich auch noch erwähnen, die Wing Home 630 habe ich hier erstmalig mit Nahlinsen bestückt und ich muss sagen, nach etwas ausprobieren, bin ich ganz zufrieden mit dem, was sie da am Eingang an Aufnahmen macht, kombiniert mit einer Nahlinse plus 4 Dioptrien. Ja,
Jetzt ist es so, die eine Kamera, die Victra HC100, hat hier schon an Energie gelassen. Sie hat nur 4 Batterien, / 4 Akkus im Batteriefach. Und da ist die Reichweite dann doch ein wenig beschränkt. Aber das muss man einfach wissen. Und so muss man dann halt regelmäßig kontrollieren und die Akkus tauschen. So tue ich das dann eben auch. So, jetzt merkt aber dieser Igel hier, dass sich etwas abspielt. Da kommt offensichtlich ein weiterer Gast ans Buffet. Ja, so ist es, oder? Na, das könnte nochmal spannend werden, was sich dann hier gleich wieder abspielt. Wenn man aufeinander trifft, ist das doch immer sehr speziell. Ach, jetzt, genau, man geht auf Verteidigung. Die Stacheln werden ausgefahren, die Nase wird gerümpft. Ja, wer stört mich denn da jetzt am Buffet? Ja. Erfreulich ist, dass die beiden nicht gleich aufeinander losgehen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob Igel sich am Geruch erkennen und wissen, sind sie verwandt, sind sie vertraut, weiß ich gar nicht. Meistens geht es dann doch hoch her, wenn zwei Igel aufeinandertreffen. Und das bleibt jetzt erstmal aus. Also wird weiter gemütlich nebeneinander am Buffet gefuttert. Ist vielleicht auch am besten so friedlich nebeneinander. Sicher zumindest, dass beide den Magen sich vollschlagen können. Jetzt scheint aber der erste Igel dann doch irgendwie die Faxen dicke zu haben. Entweder fühlt er sich zu sehr auf die Pelle gerückt oder aber er ist satt, man weiß es nicht. Oder er ist doch noch unschlüssig, was er denn soll. Also auf in Verteidigung, proaktiv in Attacke geht er nicht. Also versucht er hier wohl jetzt ganz vorsichtig, sich unbemerkt vorbeizuschleichen und vermutlich das Restaurant zu verlassen. Mit wenig Erfolg. Da gab es noch zum Abschluss einen Seitenhieb. Und jetzt schnell raus hier. Ja, und der zweite Igel denkt sich jetzt, ja, soll ich mal gut sein lassen. Ich nutze es lieber noch am Buffet, ein bisschen was mitzunehmen. Und ja, der erste Igel steckt jetzt erstmal noch im Ausgang fest, aber pirscht sich langsam und vorsichtig davon. Beim Verlassen wird auch nochmal geschnuppert. Na, ist da weitere Gefahr? Ja, so ist das mit den Igeln. Da, wenn es ums Fressen geht, dann sind sie auch sehr ausgeprägt, riechen das immer. Und insofern, wenn ihr bei euch im Garten das mal ausprobieren wollt, Igel riechen sehr gut, aber ein Igelfutterhaus sollte es auf jeden Fall sein, sonst habt ihr als Gäste für ein solches Futter, sind Empfänger, sind dann eben Tiere, die das nicht genießen sollen, Katzen, Ratten, und dafür muss ich sagen, sind vor allen Dingen auch die Igelklappen erfolgreich. So, der erste Igel sitzt noch am Trog, genießt noch an der Bar ein Schlückchen und stellt fest, hu, ich bin bemerkt, da kommt noch jemand, ich gehe mal lieber, ah. Ja, und das war auch gut so, gut, dass er sich geduckt hat. Zusammengerollt wird er jetzt wie so ein Medizinball durch die Gegend geschoben. Der zweite Igel ist eindeutig angriffsfreudiger und kullert jetzt nochmal den ersten Igel ein wenig durch die Gegend. Aber man sieht ja schön, das ist eben die Eigenschaft der Igel, die sie hier einrollen und dann vor einer Gefahr, auch vor Artgenossen, schützen können. Ja, gutes Training für beide wahrscheinlich. Ja, irgendwann ist aber auch gut. Es wird noch ein bisschen im Fell, im Pelz, im Stachelkleid rumgekratzt. Parasiten, die leider Igel doch zahlreich bevölkern. Man sieht das immer wieder, dass die Igel sich schütteln, kratzen. Und ja, diese Plagegeister sind dann doch etwas Nerviges. Ja, das soll es für diesmal gewesen sein. Einblick ein paar anderer Wildkameras. Demnächst werde ich das Set noch, das Setup nochmals verändern und nochmal andere Kameras zum Einsatz bringen. Und dann werde ich euch natürlich wieder zeigen, was sich dabei abgespielt hat. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen kleinen Kommentar. Ansonsten sehen und hören wir uns. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao. Euer Miguelito.